Hallo und Glück auf zum Legenden-Talk. Und ich sehe in glückliche Gesichter, mehr oder weniger. Zumindest sitzen wir mal hier zusammen und können über einen Sieg berichten, den wir sicherlich nicht erwartet hätten. 3:1 gegen St. Pauli. Wie habt ihr dieses Spiel, diese drei Punkte erlebt? Ja, das war nicht zu erwarten, muss man ehrlich sagen. Aber es war eine Top-Leistung von unserer Mannschaft. 5 neue Spiele in der Mannschaft. Mut, nach vorne zu spielen. Wir haben früh gepresst, der Gegner kam überhaupt nicht klar. Und ja, da kann man mal sehen, was möglich ist. Bei St. Pauli, da braucht er bloß in die Tabelle schauen. Die sind immer noch 5 Punkte vom Tabellenzweiten. Es war keine Wald- und Wiesenmannschaft, sondern der Tabellenführer der zweiten Liga. Und den haben wir, ja, würde nicht sagen, an die Wand gespielt, hat klar beherrscht und das Spiel, ja, wirklich zu Recht in dieser Höhe und wie das Spiel abgelaufen ist, verdient gewonnen. Aber wir müssen auch dazu noch was Kleinigkeit anmerken. Wenn es gegen den Tabellenführer und es sieht so aus, als wäre es die beste Mannschaft, wenn man Erster ist, so spielt. Gegen jeden Gegner. Warum kann ich nicht gegen jeden Gegner so spielen? Die Mannschaft hat jetzt mit dem Trainer, die mit zu tun haben, haben jetzt gesehen, wie es geht. Und ich habe mich auch mit Marc Wilmots ganz kurz unterhalten. Angst, das ist der größte Gegner überhaupt. Ja? Mut zum Risiko, das haben wir getan und haben erfolgreich das Spiel eben abgeschlossen, indem wir ja, bis zur letzten Minute die bessere Mannschaft waren. Und das ist ein Fingerzeig, wie es geht. Ja? Und das war schon erfreulich und alle waren begeistert. Auch die immer vor dem Haus da ist, die Zuschauer. Und ja, das ist eine positive Sache. Und jetzt geht es weiter. Am Wochenende schon wieder gegen Paderborn. Also, und ich muss ehrlich sagen, einige Spieler haben mich wirklich überrascht und das ist sehr positiv zu bewerten. Ja, was soll ich da jetzt noch sagen? Ich kann eigentlich im Grunde nur sagen, setzt euch wieder zusammen. Die sollen sich diese Woche wieder zusammensetzen und wieder wahrscheinlich miteinander diskutieren, dann können wir wahrscheinlich Paderborn aufschlagen. Das war ja so gewesen, dass sie sich da zusammengesetzt haben. Vielleicht hat es ja was gebracht, also scheinbar ist es so. Vielleicht hat sich Gerrits auch ein bisschen mehr überlegt, den einen oder anderen rauszunehmen. Ich persönlich, ich will jetzt den Gerrits nicht irgendwie angreifen, nur ich hatte die Fußballidee schon 3 Wochen vorher, wenn man mich gefragt hätte, dann hätte ich gesagt, Schallenberg, bitte, aber du hast die Aufstellung von mir gesehen, die ich dir gezeigt habe vorm Spiel. Ich habe wohl auch mit einer Dreierkette gespielt, aber am Schallenberg in der Mitte reingetan. Und als das Spiel losgegangen ist, habe ich so ein bisschen geguckt und habe gedacht, ach, kannst mal sehen. Sieht er ja doch was. Also hat er dann auch das gemacht, was ich eigentlich gedacht habe, weil ich wusste, dass Schambeck schon mal diese Geschichte hinten gespielt hatte, ja, über 2, 3 andere Leute. Dann habe ich mir das mal so angeguckt. Er war nicht so erfolgreich da, als er da hinten gespielt hat, aber er kann es spielen. Es ist ein Spieler, der kopfballstark ist, zweikampfstark ist, eigentlich zweikampfstark ist, wenn du ihn dahin führst. Und was er kann, das ist eben das, ein Spiel ein bisschen rauszuspielen und. Und das ist ein Mittelfeldspieler immer viel, viel besser von hinten rauszuspielen als ein Abwehrspieler. Ein Abwehrspieler kann es nicht so gut, das muss man wirklich sagen. Trotzdem bin ich der Meinung, der große Überflieger hier, der Trainer von St. Pauli, wow. Also da war ich sowas von enttäuscht, denn seine Taktik ist komplett in die Hose gegangen. Für mich. Nicht nur, weil unsere Jungs gut gespielt haben, sondern auch seine Taktik. Das heißt also, wenn man gesehen hat, wie oft die Abwehrspieler zum Torwart gespielt haben,
alle waren bis auf der Mittellinie Stanzel. Und was wollten sie machen? Das heißt also, sie wollten mit dem Torwart in Langbällen in die Strafräume reinspielen bei uns und haben also auch gedacht, dass sie alle viel, viel schneller sind und dadurch uns zu überlaufen. Das ist komplett in die Hose gegangen, weil, wie du auch schon gerade sagtest, Klaus, unsere sehr aggressiv auch angegriffen haben, mal den Torwart angegriffen haben, schnell die Abwehrspieler angegriffen haben. Die kamen also nicht in die Situation rein, einen vernünftigen Pass in die Tiefe reinzuspielen, also über der Mittellinie reinzuspielen. Und das ist komplett für mich bei St. Pauli in die Hose gegangen. Trotzdem muss man sagen, unsere Jungs haben gut gespielt. Ich war auch sehr überrascht über den einen oder anderen. Hätte ich ihm auch nicht zugetraut. Und ja, vielleicht muss man einfach mal was machen in der Mannschaft, wo alle nicht mit, sagen wir, alle nicht mit hoffen oder alle, die vielleicht sagen, ah, wir müssen wieder die gleiche Mannschaft aufstellen. Nein, es ist diesmal ganz was anderes gewesen. Ob diese Mannschaft gegen Paderborn die richtige Mannschaft ist, weiß ich nicht, weil Paderborn wird sich das Spiel auch angeguckt haben und wird sagen, also so können wir nicht spielen, wie Pauli das gemacht hat. Aber wenn du eine Mannschaft hast, wie wir am Freitagabend, wo wir schon früh gepresst haben, den Gegner hoch angelaufen, rauszuspielen, das gelingt nicht mal Bayern München. Nein, das ist immer schwierig, wenn du das gut machst. Nicht jetzt mit zwei, drei Leuten. Die waren ja alle bereit, da drauf zu gehen. Und St. Pauli kam überhaupt nicht ins Spiel, weil wir sofort drauf waren. Ja, aber Klaus, das war ja, das ist ganz, ganz wichtig, wenn du presst. Das müssen alle mitmachen und das haben alle getan und hatten auch Mut. Mut, nach vorne zu spielen, so anzugreifen und du bist gegen St. Pauli, hast das super gemacht, jetzt gegen jeden anderen Gegner. Warum sollst du das nicht machen? Also die können auch dann die Bälle nur nach vorne hauen und das ist ja normalerweise, wenn ein langer Ball nach vorne geschlagen wird, für einen Abwehrspieler relativ einfach. Die Bälle, ja, aber die haben ja auch mit Hartl und so, die haben vorne schon gestanden und haben ein bisschen gewartet, dass die Bälle rüberkommen in den freien Räumen, Klaus. Wenn das gelungen wäre, wäre das Spiel sicherlich anders ausgelaufen. Da bin ich fest von überzeugt. Aber wenn der Torwart und die Abwehrspieler die Bälle nach vorne schlagen müssen. Ja, ja, aber das war ja denen ihre Taktik gewesen. Die wollten uns quasi kommen lassen. Ja, und weil die ja wussten, ja, oh mein, da sind jetzt nicht unheimlich viele schnelle Leute bei Schalke hinten in der Abwehr. Also werden wir das so mal taktisch machen. Die Idee von diesem Trainer jetzt, von St. Pauli, die ist aber komplett in die Hose gegangen, weil unsere Jungs natürlich, was sie ja eigentlich überhaupt nicht gemacht haben, die ganze Saison nicht, irgendeinen anzugreifen. Ja, ja, das und das haben sie gut gemacht. Wenn du siehst, gegen HSV, da haben die auch den Torwart hinten mitspielen lassen. Da haben wir uns aber zurückgezogen. Ja, diesmal sind wir vorgegangen und haben im Endeffekt den ihr Spieler durch kaputt gemacht, weil kein weiter Pass kam. Ja, natürlich muss man auch sagen, dass einige Leute wirklich gute Leistung gebracht haben. Ja, kein Zweifel. Ja, dieser neue Spieler, der reinkam, der sich... Kadabay oder wieder gut verstanden hat. Ja, der hat angetäuscht und der hat einen langen Ball geschlagen und er ist gegangen. Du musst steil gehen. Du musst Leute haben, die steil gehen, aber es gehen nur Leute steil, die schnell sind. Ein langsamer Spieler kommt immer entgegen, weil der kann ja kein weglaufen. Das ist uns auch gut gelungen und ich muss ehrlich sagen, alle, die man gesprochen hat, die die Spiele auch angeguckt haben, die war von diesem Spiel nicht gegen hier Tabellenletzten oder so, nein, gegen Tabellenführer waren wir die klar bessere Mannschaft. Also Tabellenführer ist ja die Motivation viel, viel größer, als wenn du jetzt hier gegen einen spielst, der mit dir unten irgendwo spielt, ist doch ganz klar. Aber also das ist doch schon mal ganz klar. Wenn du gegen Bayern München spielst, dann spielst du auch wahrscheinlich 10, 15% mehr und konzentrierst dich 15% mehr, Klaus,
Das ist doch ganz normal. Aber für mich war ja viel wichtiger, dass wir dieses Spiel gewinnen. Ja, wenn ich die ganzen Leute alle gehört habe, mit denen ich geredet habe, oh, heute kriegen die 3 Stück, 4 Stück und was, da waren ja Zahlen in der Luft, wo ich gesagt habe, sag mal, seid ihr nicht ganz dicht? Ich habe 1-0 für Schalke getippt und wenn wir dann in der Loge, gibt es ja immer so Tipps, da waren glaube ich 20 Leute, die getippt haben, davon hat über die Hälfte gegen Schalke getippt, das habe ich noch nie erlebt, wo ich gesagt habe, was ist das denn, 4-1, also 1-4, und 2-3 und ich habe gesagt, was sind da, aber trauen die der Truppe ja gar nichts zu oder so. Und die waren nachher doch sehr überrascht, wie du auch gesagt hast, waren sehr überrascht gewesen, dass Schalke sehr gut gespielt hat. Aber es nutzt alles nichts, ja, und das ist ja das, wo wir uns immer unterhalten haben, Klaus, du musst gegen Paderborn gewinnen. Wenn du gegen Paderborn jetzt eine schlechte Leistung bringst und du verlierst, dann hast du im Endeffekt für die beiden Heimspiele nichts geholt. Ich habe gesagt, du musst diese beiden Heimspiele gewinnen, um beruhigt nach Hertha zu fahren. Wenn du in Hertha bist und du kriegst mal da ein, dann tut das nicht sofort so weh, weil du hast dann so ein bisschen Abstand von unten. Ja, vor allen Dingen, weil jetzt, wenn man sieht, Osnabrück gewinnt in Hamburg. Ja, sag mal, geht's noch oder was? Also, du kannst sehen, und wenn ich dann diesen Trainer da gestern noch gehört habe, der sagt, ja, also wir wollen auf jeden Fall, wir kämpfen bis zum Letzten, wir wollen auf jeden Fall noch mal rankommen irgendwie. So, jetzt spielt, glaube ich, Braunschweig oder irgendwie sowas in, entweder Braunschweig oder Kaiserslautern in Osnabrück. Also jetzt kommen wieder die Mannschaften, die gegeneinander auch wieder spielen. Ich weiß nicht genau, René. Kaiserslautern spielt gegen Osnabrück nächste Woche. Ja. Und, so, wenn da, wenn Kaiserslautern das wieder gewinnt und du verlierst, dann sind die wieder dran. Ja? Also musst du dieses Spiel hier gegen Paderborn probieren zu gewinnen. Ja, ja, richtig. Na? Und da musst du, wenn du die gleiche Leistung bringst, wie du sagst es, und so aggressiv spielst und am Mann dran bist, nicht so wie in Magdeburg, ja, wo ich gesagt habe, nach 5 Minuten, also Freunde, so geht das nicht. Deswegen habe ich mich aufgeregt. Wahrscheinlich hat der Gerrits mal ein bisschen mitgekriegt oder was weiß ich. Der guckt wahrscheinlich ja auch, wenn wir beide quatschen oder allgemein die Sendung vielleicht. Warum soll er sich nicht informieren? Wir informieren uns ja auch, wenn andere auf YouTube oder sowas erzählen, höre ich mir die ganzen Sendungen ja auch an. Ja, und wenn man dann manchmal auch zu anderen hört, auch nicht die Fußball gespielt haben, aber manche, die haben auch eine gute Äußerung, dann da frage ich mich auch, kannst du mal sehen, also liegst du ja nicht ganz so schlecht. Nur wie gesagt, wir müssen die beiden Heimspiele gewinnen und das habe ich gesagt, dann hast du ein Problem weniger, dann rutschst du ins Mittelfeld rein und dann wirst du sehen, dann läuft auf einmal vieles einfacher, viel leichter, der Kopf wird freier. Und das weißt du doch selber, wenn wir unten hier gespielt haben und der Druck war hoch, ja, dann, wenn du mal was nicht in der Kabine gesagt hast oder ein anderer nichts gesagt hat, dann war das ja auch nichts gewesen. Das ist ja klar, dass du, wenn du unten stehst, dass du Spiele gewinnen musst, sonst kommst du da unten nicht raus. Und wir haben ein ganz anderes Gesicht gezeigt wie in Magdeburg, vor allem in der ersten Halbzeit. So kannst du nicht spielen. Das werden die auch nicht mehr. Und die werden sich ja auch, wir haben gesagt, naja, die müssen sich unterhalten, sie müssen miteinander sprechen. Und das haben sie getan. Der Trainer hat was gemacht, hat 5 neue Leute eingesetzt. Und diese Leute haben funktioniert. Und auch die Aufstellung, wie gespielt wird, hat funktioniert. Also ist es normal, dass er beim nächsten Spiel und wieder ein Heimspiel, warum soll der anders spielen? Da wird die gleiche Mannschaft auflaufen, wenn keiner gesperrt ist oder verletzt ist. Da bin ich überzeugt. Und mit dieser Spielweise, mit dieser Taktik vorne anzugreifen, unter Druck zu setzen, wirst du auch gegen Paderborn gewinnen. Weil St. Pauli normalerweise besser ist als Paderborn. Ja, aber du hast ja gesehen, dieser Saat, wie hieß er noch? Saat. Saat, ne? Saat, einfach nur Saat, ne? Wie der da reinkam auf der linken Seite, dieser kleine Blonde da oder was das da ist, so ein Gemisch von Blond auf Grau, was weiß ich, was der hatte.
Auf jeden Fall, als der reinkam und die letzten 20 Minuten oder Viertelstunde, da waren wir auf einmal, fingen wir an zu schwimmen, weil St. Pauli gemerkt hat, wir müssen hier eine Schippe drauflegen. Und unsere haben eigentlich sich zurückgezogen, was du ja auch gerade gesagt hast, wenn wir zurückziehen, kriegen wir Schwierigkeiten. Wir sind von unserem Spiel weggegangen und dadurch haben wir auf einmal Druck gekriegt. Und dadurch ist auf einmal das Tor gefallen, 2-1. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich da oben gesehen habe, 7 Minuten noch, da habe ich gedacht, scheiße, noch 7 Minuten, das ist immer noch eine lange Zeit. Also, ja, aber wir haben dass wir natürlich das Tor gemacht haben noch, ja, war auch deswegen, weil St. Pauli geöffnet hat hinten. Ja, und wieder hinten offen gemacht hat und dadurch haben wir die natürlich dann mit dem Karaman da überlaufen auf der Seite. Ja, wir haben doch die klar beherrscht und haben 2-0 geführt. Und auch ist klar, auch wenn es nur noch ein paar Minuten zu spielen sind, wenn der Gegner auch mal zu einem Torerfolg kommt und es steht dann 2-1 oder 3-2, je nachdem, dann ist es für die Mannschaft, die führt, was machst du? Eine Frage. Und dann wird es immer gefährlich. Das hat man ja bei verschiedenen Spielen, wo wir auch dabei waren. Wenn du ein Anschlusstor machst, da geht ein Ruck nochmal durch die Mannschaft und dann kann noch was passieren, gar keine Frage. Aber es ist nach fast 90 Minuten haben wir das sehr, sehr gut gemacht. Das muss ich einfach sagen. Ja, ich habe ja nichts gesagt. Ich habe nur gesagt, dass die Taktik des Trainers von St. Pauli nie aufgegangen ist. Dass jetzt der eine oder andere da gut gespielt hat, freue ich mich ja sogar. Ich freue mich aber eher, dass sie sich unterhalten haben. Dann sollen sie diese Woche noch mal sich die Köpfe einschlagen und sagen, wir müssen uns noch mehr verbessern, wir müssen noch besser spielen. Wichtig ist dieses Spiel, was jetzt am Samstag kommt. Du darfst dieses Heimspiel nicht verlieren. Und wenn du das gewinnst, rutschst du nach oben. Ganz einfach. Und wenn du im Mittelfeld oben bist, dann wirst du sehen, dann ist das auch alles ein bisschen lockerer. Dann ist der Druck ein bisschen weg. Ja? Ich kann mir schon vorstellen, dass St. Pauli damit gar nicht gerechnet hat. Hier, wie wir gespielt haben, mit Pressing, die Leute nicht in Ruhe gelassen, sofort angegriffen. Mann gegen Mann. Damit hat er nicht gerechnet. Und die ganze Mannschaft nicht. Und das war schon sehr gut, vor allem mutig gegen so einen Gegner. Ja, das hoffe ich. Übertreiben wir mal nicht, weil St. Pauli hat einfach scheiße gespielt. Ja, weil sie nicht konnten. Ja, weil die Taktik für die nicht aufgegangen ist. Weil wir das gut gemacht haben. Da muss weil St. Pauli, die konnten das nicht. Und das können die meisten Mannschaften nicht, wenn so gespielt wird. Zweikampfstark, Pressing, viel Laufarbeit, das haben wir gezeigt. Und da kommt keine Mannschaft in der zweiten Liga. Ja, da bin ich überzeugt. Also Klaus, völlig optimistisch, was gut ist. Du traust dem Braten noch nicht ganz so? Nein, ich traue dem Braten schon. Nur, wie gesagt, ich weiß nicht, ob diese Mannschaft, wenn eine andere Mannschaft spielerisch jetzt diese Taktik, die haben eine Taktik gehabt, St. Pauli, so, die Taktik ist nicht aufgegangen. Und das ist immer im Fußball so. Dafür haben wir zu lange gespielt. Du willst auf einmal was anderes, kommst in der Kabine und sagst, wir müssen jetzt was anderes machen. Es geht nicht, wie bei uns auch, ja, da geht der Gang nicht rein. Du hast irgendwie einen Nullgang drin und so spielst du dann auch. Ja? Und die Taktik kannst du nicht mal eben schnell umstellen und sagen, so, pass mal auf, wir spielen jetzt hier, zack, 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 zack. Und dann läuft es sofort wieder. Funktioniert nicht, auch bei St. Pauli nicht. Dafür sind die auch nicht, sag mal, dafür ist das auch nicht so eine überragende Mannschaft. Die verlieren ja auch Spiele. Ja? Also das ist ja nicht wie Leverkusen, die nicht ein Spiel verlieren. Naja, egal, wo die spielen. Ein Spiel haben sie erst verloren. Aber ich will damit nur sagen, die Taktik ist nicht aufgegangen bei denen. Für uns war das super gewesen, wir haben ein tolles Spiel gemacht, die Jungs sind alle gerannt, haben natürlich auch, wie du gesagt hast, gebe ich vollkommen zu, wir haben 1-gegen-1 probiert anzusetzen, hat auch geklappt, Klaus. Und ich finde ja auch super, dass wir das Spiel gewonnen haben. Ich bin so heilfroh, weil ich auch darauf gewettet habe, dass Schalke hier gewinnt, weil viele Leute gesagt haben, wir verlieren. Ja, ich kannte nicht die Taktik von St. Pauli.
Aber mit dem, wie wir gespielt haben, sind die nicht klargekommen. Ja. Und das war von unserer Seite, von ersten Minute an zu sehen, da will eine Mannschaft, da macht eine Mannschaft das, was besprochen worden ist, und das ist aufgegangen. Und das geht gegen jede Mannschaft auf. Natürlich kannst du auch mal unglücklich ein Tor kriegen. Ja, ist ja super. Aber die meisten Spiele, die du gespielt hast, gewinnst du damit. Ja, ganz besonders wichtig jetzt zu gewinnen, weil letzter Spieltag die ersten 7 nicht gewonnen. Ja. Ne, unten haben sie Punkte geholt und jetzt dann auch nächster Spieltag, gerade hat man es ja schon gesagt, Kaiserslautern gegen Osnabrück und wichtiger vielleicht dann für uns Braunschweig gegen Rostock. Ja. Die holen ja dann auch nochmal Punkte. Ja, du musst Punkte holen. Weil wenn du die Tabelle anschaust, ist es noch nicht so, dass wir unten raus sind. Wenn du ein Spiel gewonnen hast, du musst jetzt dran bleiben. Das wissen die auch. Da reden ja heute drüber oder morgen. Ich weiß es nicht. Da bin ich überzeugt von. Und wenn du dann so ein Spiel ablieferst, wie wir jetzt da gegen St. Pauli, dann bist du ein bisschen befreit. Du hast Mut, du weißt, wie es geht und gib das Selbstvertrauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ist es nicht schade, dass es dann jetzt erst dazu gekommen ist, nach so vielen Spieltagen, weil es war noch nie so einfach, glaube ich, aufzusteigen in die erste Bundesliga, weil sich ja alle Punkte irgendwie wegnehmen? Also ich habe immer gesagt, immer, egal welche Liga, wenn du nicht von der ersten bis zur letzten Minute fightest, dann gewinnst du Spiele nicht. Vielleicht mit etwas Glück, kann sein, dass, aber sonst nicht. Und das hat, egal in welcher Liga du schaust, ist das so. Ich gucke ja auch kleinere Ligen. Ist das nicht anders? Und deswegen darfst du nicht nachlassen. Du musst und das wollen die Zuschauer auch sehen, wir auch, dass die Mannschaft das zeigt, dass sie das wollen. Das ist unheimlich wichtig. Vielleicht tat es einfach nur gut, dass sie sich mal miteinander ausgesprochen haben. Ja? Ich hoffe, dass sie diese Woche noch mal quatschen, weil dann würde das Spiel ja gegen Paderborn auch gewinnen. Also wenn es so einfach wäre, wäre es natürlich schön, dann könnte man jede Woche miteinander reden und dann würde jedes Spiel gewonnen werden. Aber ich glaube einfach, dass es gegen Paderborn doch ein bisschen anders wird. Also ich glaube schon, dass da schon eine Schippe draufgelegt werden muss. Ich weiß jetzt nicht. Wir werden sehen. Also wir werden das Spiel sehen. Ich hoffe, das wird gewinnen. Wenn wir das so angehen, weiß ich nicht. Aggressivität und mit der Zweikampfstärke gegen Paderborn, und ich bin überzeugt, dass St. Pauli besser ist als Paderborn, dann wirst du Chancen kriegen, dann hast du auch die Möglichkeit, Tore zu machen. Da bin ich überzeugt von. Aber das muss kommen. Sonst nicht. Nur bis wieder zurück, bisschen Fußball spielen. Nein, das geht auch bei Top-Mannschaften nicht. Also ich kann mir trotzdem vorstellen, wir werden das sehen. Paderborn sich das Spiel auch angeguckt haben und die werden sich da auch was einfallen lassen. Die werden sich damit beschäftigen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sagen, wenn die uns hier pressen, dann lassen wir uns mal schön von den Schalkern pressen im eigenen Stand. Also die Taktik weiß ich nicht, ob die jetzt noch mal zweimal hintereinander aufgeht. Ich kann gegen jede Mannschaft pressen. Da ja, wo ja nur zwei Leute einen schlechten Tag haben, dann kannst du deine ganze Presse schon mal in eine Tonne hauen. Müssen alle mitmachen, gar keine Frage. Und wenn einer oder zwei nicht mitmachen muss, das wird der Trainer da schon erkennen und kann dann wechseln. Weil die, wo draußen sitzen, die wissen das ja auch. Haben wir das in Magdeburg auch gedacht, dass da schnell gewechselt wird. Und war aber auch nicht der Fall. Also, warten wir mal ab. Ich bin glücklich und du bist euphorisch. Euphorisch. Ja. Und das finde ich auch gut, Klaus. Du weißt ja, ich mag das, wenn wir gewinnen und. Ich bin trotzdem der Meinung, man muss sich weiterhin konzentrieren hier. Und dieses Spiel muss man gegen Paderborn gewinnen, um oben sich abzusetzen, ein wenig ins Mittelfeld. Wenn du jetzt hier wieder nur einen Punkt oder unentschieden oder auch verlieren solltest, ist es... Aber wir sind der Schalke, wir wollen ja
Und freuen uns ja, wenn wir gewinnen. Und trotzdem das stand er bis hierhin. Steht immer noch, Klaus. Und wenn dann so ein Spiel abgeliefert wird gegen den Tabellenführer, das muss doch Auftrieb geben, das muss Mut geben für die ganze Truppe. Und man weiß, wie es geht. Gehen kann. Man weiß, wie es gehen kann. Und man muss es tun. Ja. Marius Müller hat nach dem Spiel gesagt, man muss erstmal die Jungs wieder einfangen. Die sollen sich natürlich freuen und zeigen, dass sie ein gutes Spiel gemacht haben. Aber wie viel Demut muss man jetzt auch dem nächsten Gegner dann zeigen? Oder ja, sowieso. Ja, aber Demut brauchst du ja nicht. Demut muss ja nicht irgendwie, sondern du musst jetzt, wie der Klaus schon gesagt hat, sagen, also die haben wir geschlagen, Jungs, dann können wir die auch schlagen. Ja, also du musst schon mit Selbstvertrauen hier wieder auf den Platz draufgehen und sagen, so, pass auf, die müssen wir putzen. Aber nicht, du schlägst keinen Gegner, wenn du sagst, da müssen wir so. Nee, du musst es tun. Am Platz musst du es tun. So. Und wenn wir das machen, werden wir auch gegen Paderborn als Sieger vom Platz gehen. Machen wir das nicht, kriegen wir Schwierigkeiten. Und die kriegt jede Mannschaft. Ich bin so froh, dass ich heute nicht so laut bin und mich freie und mich aufregen muss. Ist doch herrlich, ne? Ich hoffe nicht, dass wir diese Saison nicht nochmal weiter schreien. Ja, wir werden sicherlich noch schreien. Ich sage es euch, glaubt mir. Also das wird jetzt nicht sein, dass wir alle Spiele hintereinander gewinnen. Dann kommen wir ja mit deinem Plan ganz durcheinander. Ja, also dann, wenn die oben auch alle nicht gewinnen, dann hast du ja sogar recht. Dann bist du ja wie ein Wahrsager quasi. Dann müssen wir nur schnell wetten. Ja, genau. Wir haben immer gesagt, in dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Ja, kein Thema. Aber wenn du die Tugenden nicht bringst, die du brauchst, um Spiele zu gewinnen, dann gewinnst du ja nicht. Weil wenn der Gegner das macht. Und deswegen darfst du jetzt nicht nachlassen. Du hast gesehen, wie es gegen St. Pauli geht. Und ich bin überzeugt schon, das geht auch gegen Paderborn. Und wir werden es. Ja, was bin ich Samstag? Samstag 13 Uhr. Samstag 13 Uhr. Er reibt dich schon mal die Hände. Getrunken und gegessen haben, werden wir uns das Spiel anschauen. Ja, schauen wir mal. Dann hoffe ich, dass der Abi am Montag, also nächsten Montag, muss mich hoffentlich am Montag nicht aufregen. Nee. Ich war heute sehr Klaus ruhig. Ich gratulieren für seinen weißen Tipp. Ja, also erstens, sonst rege ich mich ja immer so ein bisschen lauter auf. Diesmal musste ich mich auch nicht aufregen. Diesmal habe ich mir das auch in Ruhe angeguckt. Es war also nicht so wie in Magdeburg, dass ich mich schon nach 2 Minuten aufgeregt habe. Diesmal hat es ja richtig hingehauen, diesmal hat der Gerrits auch die richtige Truppe getroffen und. Hoffentlich trifft er die am Samstag auch. Würde ich mich freuen. Hast du ja mehr so gesprochen und ich fand das auch gut, Klaus. Ich habe mir das heute mal angehört. Du bist ja ein Fachmann vom Herrn. Und ja, schauen wir mal, was passiert am Samstag. Ich hoffe, dass wir gewinnen und dass wir endlich da unten rausrutschen. Ne? Ich auch. Okay, dann beschließen wir das und sehen uns nächsten Montag wieder mit weiteren 3 Punkten, weil ich bin auch beim Klaus heute auf der Seite. Oh, danke. Ihr beiden, schön. Ja, dann bin ich auf eurer Seite. Glück auf.